hinein ins Wasser und damit auch hinein in den mittlerweile 9. Teil der Tomb Raider-Serie. Seit Tomb Raider Legend ist Lara Croft ja rundum modernisiert, aufgehübscht und vor allem wesentlich agiler. Und auch in Underworld hat sie wieder dazugelernt, was ihr Bewegungsrepertoire mittlerweile eindrucksvoll vielfältig macht. Mehr dazu gleich. Hier sehen Sie auch schon eine der Neuerungen. Lara kann nun Freestyle an Felswänden klettern, allerdings nur an gut sichtbaren Knubbeln wie diesen. Die Action-Archäologin ist in der Wildnis Thailands auf der Suche nach Artefakten aus der nordischen Mythologie, denen schon ihr Vater auf der Spur war. Der ist, wie Serienkenner wissen, tot und die Mutter verschollen. In Underworld setzt Lara die Suche nach ihrer Mama fort. Okay, hier geht's nach oben. Und wir nutzen die Gelegenheit zu demonstrieren, wie flott und flüssig die Archäologin Hindernisse meistert. Los geht's. Hängen, hangeln, altbekannt. Neu, Lara schmiegt sich auf Simson an Wände, springt dann ab. Das Hüpfen auf Pfahlspitzen stammt aus dem Vorgänger Anniversary. Nach wie vor lassen sich viele Aktionen durch eine Zusatztaste beschleunigen. Hier geht's in einen Kamin, zwischen den Felswänden springt Lara im Zickzack nach oben. Hübsche Animation beim Hochziehen, Gebüsch drückt Lara automatisch zur Seite. Hier runter an der Steinkante, dann weiter nach rechts, wo schon die Balken zu sehen sind, auch ein neues Element. Auf solchen Planken und Streben kann Lara balancieren, sich herunterlassen oder abspringen. Die Kamera ist nicht immer ideal, wie schon in den letzten beiden Tomb Raider Spielen muss auch in Underworld viel justiert werden. Schnelle Sprünge, den Salto schlägt Lara hier von allein. Weiter geht's an die Rückwand und hoch auf die Stange, an der wir Schwung holen für den Satz an die gegenüberliegende Kante. Auch hier wieder nicht ideale Kamera. Dann auf die Treppe und geschafft, wir sind oben, naja, zumindest zur Hälfte. Sie sehen schon, Underworld enthält Umgebungen, die sich nur mit einem Wort beschreiben lassen. Prachtvoll. Das Spiel ist kein Crysis, aber optisch wie aus einem Guss, voll von detailverliebt entworfenen Gegenden und obendrein großartig animiert. Die Architektur hier ist anders. Genau, nämlich langweiliger. Wenn es in den namensgebenden Untergrund geht, wird es mitunter trist, wie hier in den grauen Steinruinen. Allerdings bleiben solche Abschnitte die Ausnahme. Auch unter Tage gelingen dem Spiel immer wieder abwechslungsreiche und stimmungsvolle Umgebungen wie diese Stollenanlage. Dazu kommen schicke Effekte wie Feuer oder Wasser. Tomb Raider Underworld wechselt regelmäßig und nahtlos zwischen Spiel und herausragend inszenierten Zwischensequenzen in Spielgrafik. Serienneulinge sollten sich nicht wundern, wenn es von Anfang an mystisch zugeht, das gehört zur Serie. Er konnte sogar Berge zermalmen. Nett, vor jedem Level dürfen Sie Laras Kleidungsstil wählen und die Hauptwaffe bestimmen, die sich aber im Spiel jederzeit ändern lässt. Der Entwickler Crystal Dynamics hat für Underworld im Wesentlichen die Spielmechanik von Legend übernommen, aber einige Details ersetzt. Zum Beispiel gibt's nun zum ersten Mal in einem Tomb Raider-Spiel so etwas wie eine Karte. Mit dem Sonargerät kann sich Lara die nähere Umgebung schematisch darstellen lassen. Wir fanden das eher mäßig nützlich, weil unübersichtlich. Das Fernglas aus Legend ist entfallen. Wie in Anniversary wird Miss Crofts Engländerinnenhaut nun auch schmutzig, wenn sie längere Zeit im Staub herumtollt. Klar, dass auch wieder geschossen wird, zum Teil in Actionabschnitten, zum Teil als Auflockerung während der Kletter- und Rätselpartien. Neuerdings schießt Lara auf mehrere Gegner gleichzeitig, wenn sie zwei Waffen wie die Maschinenpistolen in den Händen hält. Die Geschicklichkeitssequenzen aus Legend, bei denen man schnell vorgegebene Tasten drücken musste, sind in Underworld ersetzt. Nun verlangsamt sich in kritischen Situationen die Zeit, um ihnen Gelegenheit zu geben, das Richtige zu tun. Hier weichen wir den Fässern aus. Laras Gezappel hier liegt nun aber nicht an uns, sondern am Spiel, denn in unserer Testversion hing Miss Croft immer mal wieder kurzzeitig fest. Das passierte gelegentlich auch beim Klettern oder beim Seillauf. Zudem sind die Gegner nicht die hellsten, alte Tomb Raider-Probleme. Das ändert aber nichts daran, dass Underworld wieder ein ausgezeichnetes Spiel geworden ist. Für Serienfans ein Pflichtkauf, für Neueinsteiger derzeit mit Abstand das beste Action-Adventure. Ein Hinweis auf meinen Großvater. Licht bitte. Wenn nur alle Spiele so toll inszeniert werden wie Tomb Raider Underworld. Nahtlos gehen die Zwischensequenzen in die Spielgrafik über. Es gibt immer wieder spannende Momente, die Erzählung ist toll und es ist kein Wunder, dass Lara Croft so ein beliebter und sympathischer Charakter ist. Die Dame hat nämlich einfach Charme. Auch das Spiel läuft wieder flüssig, die Levels sind herausfordernd und die höheren Weihen bleiben dem Spiel nur deswegen verwehrt, weil es die alten Krankheiten hat, die Kamera funktioniert halt oft nicht toll und hier und da hakelt's und hat Bugs. Aber das Spiel ist mindestens auf dem Qualitätsniveau von Legend, das heißt für alle Tomb Raider-Fans unbedingt zugreifen und alle, die das Spiel noch nicht kennen, es lohnt sich hier mal reinzuschauen.